Na, fällt euch was auf? Ja, richtig. Die Mathe hat endlich mal wieder ein neues Video aufgenommen. Aber das meine ich nicht. Ich meine eigentlich eher die leere Aktionsleiste hier unten. Wir wurden unserer Fähigkeiten beraubt. Wir haben keine Identität mehr. Nein, so schlimm ist es nicht. Sondern es gab ein Patch letzte Woche Mittwoch. Am... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, es war der 20. Am 20. Juli 2016 gab es einen Pre-Patch zum neuen World of Warcraft Add-on Legion. Hallo, du komischer Typ. Und im Rahmen dieses Pre-Patches wurden alle Klassen überarbeitet. Komplett general überholt. Und dazu werde ich euch nachher mal ein bisschen was erzählen. Aber zuerst steigen wir einfach mal wieder ein mit... Hallo, Holzherr Extremophile. Schöner Name. Extremophile, wahrscheinlich wird das eher so ausgesprochen. Ich bin voll der Noob, weil ich es nicht richtig aussprechen kann. So. Folgendes. Ich hätte gerne erstmal wieder... Oh Gott. Ja, das sieht alles sehr, sehr ordentlich aus hier. Ich hätte gerne erstmal meine Fähigkeiten wieder in der Leiste. Und zwar, hat sich eigentlich irgendwas geändert? Wir können Eislanze. Ich glaube, das ist neu. Wir können Frostblitz. Das konnten wir vorher schon. Nee, konnten wir nicht. Wir hatten Frostfeuerblitz. Und wir haben Frostnova. Frostnova hatten wir schon. Eislanze scheint neu zu sein. Da müssen wir mal gucken. Ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Magier-Spieler. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Deswegen spiele ich den hier mit euch, weil ich noch gar keinen Magier hochgelevelt habe. So, die Eislanze schleudert dem Ziel schnell einen Eissplitter entgegen, der 17 Frostschaden verursacht. Der Schaden von Eislanze gegen eingefrorene Ziele wird verdreifacht. Es ist ein Spontanzauber. Und, naja, dass da steht, dass er eingefrorene Ziele mehr Aua macht, heißt natürlich, dass wir erst Frostblitz casten, weil dann sind die nämlich eingefroren, glaube ich, hoffe ich. Probieren wir es einfach aus. Hoffentlich ist das wichtig. Ja, das ist sehr wichtig. Ich möchte nämlich Quests annehmen. So. Die überrannte Mühle. Die Geißel versucht hier bei Agamans Boy, wo kommst du denn her? Ravenchest, der Entdecker. Ja, in Anlehnung an den guten Nachtelfen Lord Ravencrest wahrscheinlich, dieser Name. So, die Geißel versucht hier bei Agamans Mühlen einen Stützpunkt zu errichten. Wenn ihnen das gelingt, können sie weitere Angriffe innerhalb von Tieresfall unternehmen. Es wurden klare Befehle erteilt. Die Diener der Geißel bei den Mühlen müssen vernichtet werden. Sammelt schartige Rippen von klappernden Skelettsoldaten und Trümmerschädelsoldaten sowie geschwärzte Schädel von dunklen Skelettmagier. Trümmerschädelsoldat ist auch wieder so ein schöner, langer Name für gegnerische NPCs. Schön. Die Familie Agamant war die wohlhabendste in Tirisfall. Ich habe früher in ihrer Mühle gearbeitet, vor der Seuche. Als die Geißel das erste Mal auftauchte, befestigten die Agamants ihre Heimstatt und überredeten, ihre Angestellten zu bleiben und bei den Verteidigungen zu helfen. Wir waren Narren, aber wenigstens waren wir loyale Narren. Ja gut, okay, das... Ja, ich will jetzt mal keine zweite Weltkriegsanspielung machen. Die Agamans haben uns in ihrem Stolz zum Untod verdammt. Und heute sind sie Diener der Geißel. Dient den Verlassenen, indem ihr die Agamans besiegt, die der Seuche zum Opfer fielen. Dient mir, indem ihr mir ihre Überreste bringt. Vertraut niemandem. Indem ihr mir ihre... Dass die deutsche Sprache keine schwere Sprache ist, kann man echt nicht sagen. So, Folgendes, wir müssen jetzt hier... die Familie Agamant auslöschen. Und wir müssen irgendwelche Untoten töten. Ja, so wie immer eigentlich. Und dabei probieren wir einfach mal die neue Eislanze aus. Hui! Falls ihr jetzt im Hintergrund laute Sachen hört, ist das so, weil ich meine... Ja, ihr seht, aber es funktioniert oder funktioniert es nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob Frostblitz die Gegner einfriert. Nur ehrlich gesagt... Ach, warte, nee. Ich glaube, Frostnova friert die Gegner ein. Probieren wir es mal aus. Ja, das sieht doch schon nach mehr Schaden aus. Gut, wer bist du denn? Ich habe nicht um Hilfe gefragt. So. Kunstloses Bastardschwert.
Ja, Problem ist jetzt natürlich, dass wir auf Frostnova eine ziemlich lange Abbringzeit haben. Das heißt, Eislanze bringt uns nicht so viel. Das macht ihm wirklich echt wenig Schaden. Und dafür haben wir leider unser Verbrennen verloren. Ihr erinnert euch, die Spontanfähigkeit, ähnlich wie Eislanze, die dem Gegner auch ein bisschen Schaden gemacht hat. Haben wir nicht mehr. Diese Zeit ist jetzt vorbei, Mordenauge. Das war eine schöne Zeit. Aber auch schöne Zeiten gehen mal vorbei. Sieht man auch an Madenauges Gesicht. Wobei sein Gesicht geht eigentlich. Da hatte ich nicht so was Schlimmes ausgesucht. So, was auch noch ein bisschen anders ist. Ihr seht jetzt hier über den Köpfen der Gegner ein bisschen andere Balkendarstellungen. Das ist, glaube ich, die offizielle GUI jetzt wieder von Blizzard. Weil mein Tidy Plates Addon nicht mehr so wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, was da los ist. Da muss ich mich irgendwann mal drum kümmern. Aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier wieder die Eislanze schleudern. Na, die macht aber trotzdem nicht so viel Schaden. Okay, Eismagier spielen wir schon mal nicht. Naja, gucken wir mal. Ich weiß noch gar nicht. Also, ich habe mich noch nicht entschieden, obwohl wir schon auf Level 10 zusteuern mit atemberaubender Geschwindigkeit, weil wir nämlich ausgeruht sind. Habe ich das eigentlich schon erklärt, das System? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich mich noch nicht entschieden, welche Klassenspezialisierung ich spielen möchte. Oh weia. Für was wird sie sich entscheiden? Wir sind alle sehr aufgeregt. So. Dunkler Skelett Magier. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Das dauert immer ein bisschen hier, ne? Bis man alles zusammen hat. So, und dann habe ich mich auf jeden Fall entschieden, dass wir einen relativ ausführlichen Shopping-Tag einlegen werden in Unterstadt. Und da werde ich euch mal Undercity ein bisschen zeigen und was man da so alles Tolles machen kann. Natürlich nicht komplett alles, weil das würde wahrscheinlich irgendwie 90 Folgen dauern oder so. Sondern, ich werde euch vielmehr so ein bisschen einen Überblick geben. Das hier ist übrigens Turman Agamant. Wofür man eigentlich die Hauptstädte betritt. Also heutzutage. Damals war das ja alles noch ein bisschen anders. Da musste man nämlich viel, viel häufiger hin und her laufen und fliegen und ganz viele Sachen erledigen. Wie zum Beispiel zum Lehrer rennen alle 2 Level. Und als Jäger war das auch sehr toll. Da musste man immer, wenn man ein anderes Tier mitnehmen wollte, zum Stallmeister. Heute ist das so, der Jäger hat einfach einen riesigen Sack, wo er 5 von seinen Pets mit sich rumträgt. Sehr praktisch das. Wenn auch relativ unrealistisch. Weil in Pokémon geht's ja auch. Ja, ich habe meine Aufnahmetechnik ein bisschen geändert. Ich nehme jetzt auf und lade das direkt hoch. Also ich schneide das jetzt nicht mehr in Premiere zurecht oder so. Was dazu führen kann, dass die Hintergrundgeräusche ein bisschen lauter sind teilweise, weil ich habe hier halt das Fenster auf, sonst würde ich sehr bald auch wie Madenauge aussehen, weil ich hier nämlich ersticke. Sag mal, wir müssen doch Blümchen sammeln, Madenauge. Wieso erinnerst du mich da nicht dran? Menno, wir haben doch einen Beruf ergriffen. Wir sind doch hier total Teil der Leistungsgesellschaft und so. So. Trümmerschädelsoldat. Zack und... Ups. Ach, ich bin so blöd. Ich mache mal die falsche Reihenfolge. Schade, dass die nicht eingefroren bleiben. So, mal sehen, wie laut die Stimmen noch werden. Sonst muss ich gleich doch mal das Fenster zumachen. So, Gregor Agamant, mein Guter. Geht's dir so? Nicht so gut, sehe ich. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ich muss echt erstmal wieder lernen, hier mit dem umzugehen. Mit dem Blinzeln vor allem.
Ich habe halt so im Kopf, dass das Blinzeln im Prinzip so eine Art Charge wie vom Krieger ist, weil ich halt als Main im Moment einen Krieger spiele und naja, der charged sich halt immer an die Gegner so ran. Und im Prinzip ist das Blinzeln ja ähnlich, aber das kann man natürlich auch für was ganz anderes benutzen. Und irgendwie hatte ich eben im Kopf, dass ich den Gegner anvisiere und Blinzeln drücke und mich dann rancharge, aber das funktioniert natürlich nicht. Deswegen habe ich mich gegen die Wand geblinzelt. Eine der häufigsten Todesursachen für Magier. Nein, eigentlich nicht. Ich würde ja jetzt das Fenster selber zumachen, aber ich möchte euch diese doofe Pause mal ersparen. Gott sei Dank habe ich hier einen unterbezahlten Handlanger sitzen, der das für mich macht. So, wie sieht's jetzt aus? Boah, immer noch nicht fertig. Eine schartige Rippe fehlt noch. Ach shit, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Oh mein Gott, sie werde mich für eine Noob halten. Wer denn eigentlich? Keine Ahnung. So. Der verwitterte Stab passt nicht mehr in meinen Beutel hinein. Wir schmeißen mal die Murloc-Flossen weg und packen den Stab ein. Denn graue Gegenstände können durchaus wertvoll sein. Vor allen Dingen in der Masse dann. Ich habe gerade überlegt, ob wir den anderen auch noch mit erwischen. Boah, der Schaden ist echt nicht hoch. So. Okay. Hab ja erst gedacht, dass es vielleicht beim Kämpfen spannender wird, wenn ich ohne Erbstücke spiele, aber das Gegenteil ist wahrscheinlich eher der Fall. Ein Blümchen! Oh, es gab übrigens tatsächlich Ideen für einen Namen für die Katze. Allerdings weiß ich das jetzt gerade gar nicht mehr. Da gucke ich mal in der nächsten Folge. Sorry! Habe ich vergessen, das rechtzeitig nachzuschauen. So, was wurde denn im letzten Patch so gemacht? Also im Prinzip ist das der Vorpatch zum nächsten Addon, wo eine große Dämoneninvasion auf die verheerten Inseln einbrechen wird. Über die verheerten Inseln einbrechen wird, einem neuen Ort. Der bisher, ja, der war schon immer da, der wurde nur nicht so wirklich beachtet von den Bewohnern Azeroths bisher, weil da nichts Interessantes war sozusagen. Jetzt ist das allerdings sehr interessant, weil die Dämonen kommen und im Prinzip werden wir dann im Addon dort auf den verheerten Inseln questen und nach diversen Artefakten suchen, aber das werde ich euch dann in der späteren Folge nochmal genauer erklären, worum es im Addon gehen wird. Das möchte ich jetzt gerade nicht, sondern ich möchte euch eigentlich erklären, was im Pre-Patch kam. Und zwar wurden die ganzen Klassen überarbeitet insofern, dass die Fähigkeiten sehr, sehr umgeschmissen wurden. Also es kamen sehr viele neue Fähigkeiten dazu, aber es wurden auch sehr, sehr viele einfach, ja, entsorgt, weggelöscht, wie auch immer man das nennen will. Und zwar solche Fähigkeiten, die Blizzard als unnötig empfand, weil sie den Spielfluss entweder gestört haben oder halt einfach, ja, überflüssig waren und somit zur Verwirrung neuer Spieler geführt haben. Denn Blizzard möchte natürlich nicht, dass Spieler irgendwie überfordert sind, sondern Blizzard möchte, dass Spieler Spaß am Spiel haben. Naja, und das führt natürlich auch manchmal dazu, dass dann schöne Fähigkeiten verschwinden oder die teilweise, ja, danke für den Silence. Was mache ich denn hier? Oder eben auch an andere Klassenspezialisierungen übergeben wurde. Großes übergeordnetes Ziel der Klassenänderungen war laut Blizzard, die
Klassenidentität, wie sie es genannt haben, zu stärken, indem sie so umgebaut haben, dass die einzelnen Klassenspezialisierungen sich unterschiedlicher spielen und einen ganz eigenen Spielstil bekommen. Schönstes Beispiel dafür ist, dass der Jäger jetzt statt drei Fernkampfspezialisierungen, wo zwei, naja, oder die sich eigentlich im Prinzip alle bis auf der Tierherrschaftsjäger relativ ähnlich gespielt haben, der Überlebensjäger und der Treffsicherheitsjäger haben sich immer schon relativ ähnlich gespielt. Das haben sie jetzt geändert, und zwar indem der Überlebensjäger einfach mal ein Nahkämpfer geworden ist. Das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Ich persönlich, mir gefällt er sehr, der Überlebensjäger. Ich finde den super. Oh, werden ganz schön angehauen gerade. Müssen wir aufpassen. Aber wir kriegen Hilfe. Yay. Oh, komm schon. Stirb. Der wollte uns gar nicht helfen. Der wollte nur mit auf den Mob hacken, damit er den Questfortschritt kriegt. So. Wir geben ab. Und unter anderem haben sie jetzt Fähigkeiten, die vorher alle drei Klassenspezialisierungen hatten, wie zum Beispiel das Fallenlegen, auch nur dem Überlebensjäger zugeordnet. Und das ist auch bei anderen Klassen passiert. Und da fühlen sich manche natürlich jetzt ein bisschen beschnitten. Kann man ja auch verstehen. Vorher konnte man das und jetzt kann man es plötzlich nicht mehr. Jetzt muss man plötzlich umspecken, um das zu machen. Beim Umspecken haben sie übrigens auch was geändert. Und zwar kann man das jetzt jederzeit. Sowas wie duale Talentspezialisierungen gibt es nicht mehr. Also, dass man jetzt zwei Specs haben konnte, zwischen denen man switchen konnte. Man kann jetzt immer zwischen allen Specs switchen. Finde ich persönlich auch besser als vorher, weil es hat ja eigentlich nichts dagegen gesprochen, dass man switchen konnte, ja. Also das hat man ja sowieso gemacht. Man ist dann irgendwann hingegangen zum Lehrer und hat eine der Talentspezialisierungen, ich bin ganz Ohr, einfach zurückgesetzt und gut. Und jetzt braucht man das nicht mehr. Jetzt kann man auch in jeder größeren Stadt, in jeder Ruhezone, glaube ich, also wo man ausgeruht ist, die Klassenspezialisierung wechseln. Kostenlos, ohne dafür zum Lehrer zu müssen. Und das ist schon schön. So, Quest abgeben. Unser Krieg gegen die Geißel dauert noch immer an, Madenauge. Tut das Eurige und werft diese verfluchten, hirnlosen Untoten wieder zurück in die Pestländer. Eure Bemühungen wissen wir zu schätzen, Madenauge. Ich werde euch nicht dafür danken, dass ihr das Notwendige getan habt, aber ich werde mir euren Namen merken. Ach, das ist aber nett. Fürchtet die Lebenden. So, habt ihr die sterblichen Überreste? Rache hat einen süßen Geschmack, findet ihr nicht? Als ihr die Argermans vernichtet habt, habt ihr da irgendeinen Hinweis auf einen freien Willen in ihnen bemerkt? Ich hoffe es. Ich hoffe, sie hatten Angst, bevor sie in die Vergessenheit zerschlagen wurden. Das ist eine närrische Hoffnung, ich weiß, aber es ist dennoch eine Hoffnung, die ich hege. Sieg. Ach, shit, können wir nicht abschließen? Weil, jetzt habe ich das Wolfsfleisch weggeworfen. Na super. Wir sind Level 10! Ja, juche, wir sind Level 10. Wir haben den Wasserelementar bekommen. So, was ist jetzt passiert? Wir haben einerseits die Schlachtfelder freigeschaltet bekommen. Das heißt, wir könnten jetzt, wenn wir wollten, PvP machen. Das zeige ich euch aber mal wann anders. Und wir haben unsere Spezialisierungen freigeschaltet bekommen. Sind standardmäßig jetzt Frostmagier. Und in der nächsten Folge zeige ich euch mal, was wir da jetzt für Möglichkeiten hätten. Und wir entscheiden uns erstmal für eine, die wir jetzt spielen. Wir können jederzeit dazwischen wechseln, wie schon gesagt. Ich glaube, wir müssen nicht mal in der Ruhezone sein, ne? Nee, das war dann ein Schwachsinn von mir. Wir können das wirklich überall wechseln. Vergesst das also. Und in der nächsten Folge werden wir uns da mal kurz drum kümmern. Und wir werden dann auch hier die nächste Quest noch machen. Da werden wir nämlich wieder nach Brill zurückgeführt. So. Ja, wir bleiben so lange mal hier stehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.